Herzlich willkommen zum Forschungsprojekt LARA. Wir stellen heute den aktuellen Stand des Projektes vor. Wir sind einmal meine Kollegin Mareike Menzel und ich bin Kim Webner. Unsere Gliederung sieht wie folgt aus. Erstmal gehen wir nochmal auf die Rahmendaten ein. Also wie heißt unser Projekt, was machen wir, welche Ziele verfolgen wir und wie sieht unser Vorgehen aus? Um anschließend auf die Chancen und Herausforderungen einzugehen, die uns bisher im Projekt begegnet sind. Und abschließend gehen wir auf erste Ergebnisse ein, die wir in unserem Pre-Test schon sammeln konnten. LARA steht für Lernen, Informieren und Kompetent Agieren mit Augmented Reality im Arbeitsprozess. Und unser Ziel ist es, Gestaltungskriterien zu eruieren, die Einfluss nehmen auf das Lernen, Informieren und Agieren im Arbeitsprozess durch die Einbindung eines semi-virtuellen Raumes. In unserem Fall ist das eine Augmented Reality-Technologie, eine sogenannte AR-Datenbrille. Da es sich um ein Forschungsprojekt in der Metallindustrie handelt, steht im Fokus auch ein betriebsrelevanter Arbeitsprozess, und zwar das Rüsten einer Biomaschine. Und die Versuchsdurchführung sieht so aus, dass der Proband die Biegemaschine rüsten soll, indem er vorher eine Aufgabe dazu bekommt und die AR-Brille trägt, beziehungsweise halt auch ein Tablet. Da machen wir noch einen Vergleich. Und er führt dann halt den Arbeitsprozess durch. Da eine Biegemaschine jetzt relativ groß und komplex aufgebaut ist, haben wir uns dazu entschieden, ein Abbild davon zu machen, einen sogenannten Demonstrator. Der beinhaltet alle wichtigen Arbeitsschritte, ist aber einfach handlicher. Also der ist jetzt nicht größer als eine Getränkekiste und dadurch sind wir auch mobil. Das heißt, wir können die Versuche auch in den Betrieben und in den Berufsschulen durchführen. Und unsere Zielgruppe sind vor allem die Fachkräfte aus dem Bereich der Umformtechnik, Studierenden, Auszubildenden in technischen Fächern oder Berufen und auch Ausbilder und Lehrer aus denselben Berufen. Hier haben wir einmal unsere Partnerstruktur aufgelistet. Bei LARA handelt es sich um ein Verbundprojekt zwischen der TU Dortmund und der Universität Siegen, beziehungsweise momentan auch in der Universität Rostock, weil dort eine Mitarbeiterin arbeitet. Und die Struktur kann man grob in zwei Bereiche teilen. Also wir von der TU Dortmund sind für die didaktische Perspektive zuständig. Wir schauen, wie kann mit Augmented Reality gelernt werden, wie kann das umgesetzt werden und was ist überhaupt dafür nötig. Und die Universität Siegen ist für die technologische Perspektive zuständig, also für die Entwicklung und die Umsetzung des Demonstrators sowie die Implementierung der Hard- und Software. Unsere Anwendungspartner sind die GWL, aber auch unter anderem die Wirtschaftsförderung und die berufsbildenden Schulen. Unser Projekt läuft schon seit dem 1.10.2020 und wird noch gehen bis zum 30.09.2023. Gefördert werden wir vom Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie dem Projektträger DLR. Dann mache ich einmal weiter mit dem Forschungsdesign. Wie gerade schon gesagt wurde, steht im Mittelpunkt bei uns das Informieren, Lernen und kompetent agieren. Das heißt also einmal das Informieren, wie können die digitalen Medien und wie kann die Software auch optimal gestaltet werden, um eben auch bei ungelernten Fachkräften diese im Arbeitsprozess effizient und effektiv die Möglichkeit zu geben, zu handeln, also handeln lassen zu können, ohne dabei auf größere Unterstützung von Kollegen angewiesen zu sein oder eben Vorgesetzten. Das heißt, dass so eine Einweisung in einen Rüstprozess einer neuen Maschine beispielsweise völlig auch frei von Kollegen stattfinden kann und eben mit dieser Brille diese Einweisung vonstatten gehen kann. Das wäre der eine Teil, dann einmal Lernen. Es wurde gerade eben schon gesagt, dass wir uns auch auf die Auszubildenden konzentrieren, dass das eben ein Bereich ist. Da steht vor allem die Frage nach der optimalen Gestaltung auch von Technik und Software im Vordergrund, eben mit dem Aspekt, Lernprozesse des Individuums zu fördern und geht da eben über dieses reine motorisch-manuelles Agieren und routinierte Tätigkeiten hinaus. Nicht nur den Anlernprozess, also dass man zu einer neuen Maschine gehen kann und die eben rüsten kann mithilfe der Informationen durch die Brille, sondern auch ein Lernprozess stattfinden kann beim Individuum und wie das eben beispielsweise in der Ausbildung gefördert werden kann und auch genutzt werden, um dann eben zum kompetenten Agieren zu kommen, also das Lernen für dann im Erfolgsfall zum Ziel des kompetenten Agierens, also das erfolgreich und selbstgeplante Bewältigung eines auch komplexeren und nicht so voreingeübten Rüstprozesses an der Biegemaschine vonstatten gehen kann. Also einmal informieren, die routinierten Tätigkeiten sich anzueignen,
nur mit Hilfe dieser technischen Unterstützung dann eben lernen, einen Lernprozess eben zu initiieren, zu gestalten, dass dieser auch tatsächlich stattfinden kann und kompetentes Agieren. Das, was eben über Lernen hinausgeht, also eben das Ziel im Erfolgsfall von Lernen ist, also dass man beispielsweise bei einer komplexeren Maschine dann eben auch einen Rüstprozess vollziehen kann oder könnte. Dazu haben wir uns folgende technische Perspektive ausgedacht. Das ist einmal, haben wir natürlich die Brille, also die AR-Brille, die HoloLens 2 mit Microsoft Guides als Software-Betriebssystem und haben uns, wie eben gerade schon gesagt wurde, einmal die Biegemaschine nachgebaut, beziehungsweise die Mitarbeiter der Universität Siegen. Unten das mittlere Bild ist einmal diese nachgebaute Biegemaschine. Also wie gesagt, das ist ungefähr die Größe eines Getränkekastens, wo eben die wichtigen Teile für eben diesen Rüstprozess einmal abgebildet sind. So sieht das Ganze dann in der Form aus. Oben rechts in dem Bild ist einmal zu sehen das Bedienpanel. Denn beim Rüsten ist es ja, also einmal die statischen Tätigkeiten des Rüstprozesses werden einmal mit aufgenommen, dass man eben diese Biegemaschine rüsten kann mit Hilfe von AR. Und dann gibt es noch eben den dynamischen Prozess, also eben die Eingabe eines Biegeprozesses im Panel. Und auch dieses Panel, bei uns stand es ja nicht zur Verfügung, weil wir nicht die Biegemaschine haben, haben wir dann in der Form nachgebaut und ist jetzt aus einem kleinen Tablet für die Probanden zu sehen, sodass sie auch die wichtigen Teile oder ein Stück weit elementaren Teile einmal nachempfinden können. Und das wird beides eben mit Informationen der Brille unterstützt. Und dann haben wir noch die didaktischen, also bei der didaktischen Perspektive die Forschungsdesign vorgehen. Wie gehen wir in unserem Projekt vor? Die erste Phase ist eben die Datenerhebung, also Arbeits- und Lernanalysen durch Beobachtung und Arbeitsprozessanalysen, um erstmal die Datenlage einmal zu sichten. Die Anleitung eines Arbeitsprozesses, hier das Rüsten einer Biegemaschine, es geht da um Biegeprozesse mit digitalen Technologien in einer AR-Umgebung. Wir haben leitfadengestützte Interviews und Beobachtungen, die wir dann durchführen. Und als Probanden haben wir Studenten oder auch Absolventen, Maschinenbau, Auszubildende, Lehrer, BK, also an Berufskollegs, die dann in verschiedenen Erhebungsphasen dann auch gewonnen werden. In der zweiten Phase praktisch die Datenauswertung. Da haben wir uns relativ klassisch die qualitative Inhaltsanalyse nach Meyrink gewählt, mit Auswertung mit MaxQDA. Dann folgt natürlich die Reflexion und Entwicklung eines Kriterienkataloges, also die Analyse der Daten mit eben Blick auf die unterschiedlichen Lernansätze, Potenziale und Herausforderungen von Augmented Reality, die dann eben dokumentiert werden und dann der Transfer, der dann eben in Form praktisch eines Leitfadens in die betriebliche Aus- und Weiterbildung gelangen soll. Das Ganze verfolgt ein iteratives Vorgehen. Das heißt, in der ersten Phase der Erhebung nach Abschluss findet die Auswertung statt und aufgrund eben dieser Erkenntnisse starten wir dann die nächste Phase und starten dann eben mit der Planung. Das Ganze wird dann eben mehrere Male durchgeführt, also dass wir eben immer die Erkenntnisse aus vorherigen Phasen mit einbeziehen, um dann eben schlussendlich das optimale für Lernen beispielsweise didaktische Setting entwickeln zu können. Zu den Chancen und Herausforderungen. Die Chancen sind einmal die technologischen Kriterien, also Hard- und Software, die für den Einsatz von AR hilfreich sein können, also eben unterstützen können unter mehreren Perspektiven, also eben die routinierten Tätigkeiten als auch das Lernen. Wir möchten unterschiedliche didaktische Settings auch mit untersuchen, also im Fokus steht das Handeln im Arbeitsprozess, also oder auch das Lernen, also das Lernen im Arbeitsprozess, dass der Lernprozess in der Arbeit vollzogen werden soll, also eben, dass man eben, wenn man als Fachkraft beispielsweise auch angestellt ist, dass ein Lernprozess eben das Rüsten oder das Bedienen einer Maschine in der Arbeit auch stattfinden kann. Als Didactic Setting haben wir problemorientiertes Lernen, auch Lernen durch Fehler. Also wir haben absichtlich auch kleine Herausforderungen, sage ich mal, eingebaut, die eben zu bewältigen sind, um eben dann auch ein Stück weit einen Lernprozess zu starten. Was wir schon ganz, ganz nett auch als Rückmeldung haben, als wir fast aus Versehen noch einen Prozess mehr eingebaut haben, einen Lernprozess, dadurch, dass ein Teil nochmal verkehrt rum angeschraubt wurde, wo dann auch die Rückmeldung war des Probanden sehr deutlich. Und das fand ich richtig gut. Da habe ich nochmal richtig gut aufgepasst und habe gelernt. Das war also O-Ton des Probanden, wo wir dann dachten, okay, genau da gehen wir dann nochmal genauer rein.
Das war wirklich eine spannende Rückmeldung. Wir gewinnen neue Erkenntnisse zum Lernen mit Augmented Reality, also sei es die Konzeption der Software, der Umgang auch mit der Hardware oder auch wie lernt man mit Augmented Reality, also eben über die Aneignung von routinierten Tätigkeiten hinaus. Die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf weitere Bereiche der Industrie, also es wäre eben Ziel ist auch, das nicht nur eben beim Biegeprozess zu lassen, sondern eben auch auf andere Prozesse ausweiten zu können. Und die Chance ist in unserem Projekt auch gerade die Verknüpfung des Demonstrators mit Augmented Reality ermöglicht auch im praxisnahen Unterricht der dualen oder vollzeitschulischen Ausbildung den Unterricht praxisnäher gestalten zu können. Denn sind nicht abhängig, sage ich mal, von der Biegemaschine, dass wir die Probanden immer bei uns zur Werkstatt bringen können. Das ist auch ein Teil. Aber eben durch die Konzeption des Demonstrators können wir auch Lehrer am BK oder sind wir eben flexibel auch in die Unternehmen, in die Schulen hineingehen zu können und uns da eben differenziert auch Rückmeldung geben lassen zu können. Wo natürlich dann auch wir auch durchaus einen Anwendungskontext sehen, also auch im Ausbildungskontext einem Berufskolleg. Herausforderungen ist auch die technische Umsetzung der AR-Brille und die Einschränkung der Softwarelösung. Also wir hatten auch am Anfang eine relativ große Herausforderung, die richtige Software zu finden, die uns ja unsere Wünsche, sage ich mal, auch ermöglicht. Also beispielsweise sind es sehr, sehr, sehr feine Tätigkeiten an der Maschine. Also wir brauchen eine sehr, sehr feine Auflösung und auch eben das Tracking musste genau sein. Das war bei unserer ersten Softwarelösung nicht der Fall. Da mussten wir zwischendurch nochmal wechseln. Das war eben die größte Herausforderung, dass gerade dieses Tracking, dass man die Objekte beispielsweise, dass die dann passgenau sind, auch bei auf dem Demonstrator, wie man es einbauen soll. Weil wenn man nur eine Verschiebung hat von mehreren Millimetern, hat man das Teil an der völlig falschen Stelle und somit ist es keine Hilfe für den Einbau oder für den Rüstprozess eben am Demonstrator. Dann natürlich die Entwicklung des Demonstrators selber, also Entscheidungen, was ist jetzt wichtig, welche Teile sind unbedingt nachzubauen, in welcher Art, wie ist es möglichst realistisch. Also wir wollten ja auch möglichst realitätsnah gestalten und trotzdem für Lernprozesse nutzen und genau da eben den Mittelweg zu finden. Eine Herausforderung ist die nachhaltige Nutzung der AR-Brille in Betrieben. Also durch vorherige Projekte wurde auch herausgestellt, dass eben die Brille zwar genutzt wird als, naja, es ist mal was anderes, es ist durchaus motivationsfördernd, aber nach 2-3 Mal wird die Brille wieder abgelegt. Und dafür gibt es eben auch Gründe. Also beispielsweise so etwas wie, diese Brille wird ungemein heiß, wenn man sie längere Zeit aufsetzt, also allein schon so banale Gründe. Und auch einfach so die Ergonomie, einfach zu schauen, wo sind denn da die Haken, warum es wieder nicht genutzt wird oder warum man einfach diese Technologie dann wieder ablegt. Oder auch Rückmeldung durch Unternehmen, durch Firmen, dass eben zwar AR-Brillen zur Verfügung stehen für einzelne Prozesse, aber aus unserer Perspektive eher umständliche Lösungen genutzt werden, wie da gucke ich lieber mit dem Handy und erkläre dann, wie es funktioniert, bevor ich mich in das Konzept der AR-Brille überhaupt einarbeite. Was schade ist, das in einer relativ umständlichen Weise zu vollziehen, anstatt eben die AR-Brille zu nehmen und wo dann eben die Hürden sind und wie man diese eben dann auch eliminieren kann. Nutzung der AR-Brille an Berufsschulen, auch da sehen wir eben ein Feld, um AR unterzubringen, beziehungsweise wo es einfach auch einen großen Nutzen bringt, wenn man den praktischen Teil auch ein Stück weit in die Schule einfach hineinholt und dann die Verknüpfung auch einfach noch besser herstellen kann. Genau, kommen wir jetzt zu den ersten Ergebnissen, die wir sammeln konnten durch den Pre-Test, den wir bereits durchgeführt haben. Wir haben schon einige Kriterien identifizieren können, die zu einer bestimmten Auswahl der Hard- und Software geführt haben. Wie meine Kollegin schon gesagt hatte, hatten wir natürlich Probleme, die richtige Software zu finden. Wir haben uns dann für Microsoft Guides entschieden, die auch passend für die HoloLens ist, weil da die Positionserkennung der einzelnen Werkzeugelemente einfach bis auf 2 Millimeter genau ist. Es ist eine einfache Bedienung und auch Medien, wie zum Beispiel Videos oder Bilder, können einfach sehr leicht in die Software mit eingebunden werden. Wir konnten auch schon einige Vor- und Nachteile der Brille identifizieren. Unter anderem ist ein Vorteil natürlich, dass man bei einer Brille die Hände frei hat, was im Gegensatz zum Tablet, was man immer wieder ablegen muss, natürlich ein Vorteil ist. Und man kann auch, ist natürlich in der Metallindustrie auch oft der Fall, dass man Schutzhandschuhe tragen sollte. Das kann man natürlich mit der AR-Brille auch, wobei man hier auch gucken muss, welche Art von Schutzhandschuhen man da verwendet, damit auch dieser AirTap
von der AR-Brille auch dementsprechend funktionieren kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Lerninhalte direkt vor den Augen eingeblendet werden können, wohingegen beim Tablet, wenn es irgendwie auf dem Tisch liegt, muss man natürlich immer wieder drauf gucken, um zu schauen, wie überhaupt der nächste Schritt aussieht. Als Nachteile der Brille haben sich gezeigt, dass die Brille sehr abhängig von den Lichtverhältnissen im Raum ist. Das heißt, wenn der Raum zu hell beleuchtet ist, dann kann es natürlich möglicherweise sein, dass man die Hologramme oder die eingeblendeten Informationen gar nicht mehr so richtig sehen kann. Ein weiterer Nachteil ist der eingeschränkte Interaktionsbereich. Also das Sichtfeld innerhalb der Brille ist sehr eingeschränkt und auch die Interaktion generell mit dem Medium oder mit anderen Personen ist auch eingeschränkt. Und auch die Einarbeitung in die Benutzung ist anfangs noch sehr zeitintensiv. Man muss natürlich den Probanden erstmal erklären, wie die Brille funktioniert, wie man Handgesten benutzt. Und jeder Proband muss auch eine individuelle Augenskalierung durchführen, damit halt ein optimales Seherlebnis innerhalb der AR-Brille möglich ist. Und ein weiteres Ergebnis ist, dass im Vergleich zwischen den Symbolbildern und den Videos, was wir vergleichen, hatte sich gezeigt, dass die Probanden sich eher für die Bilder entscheiden würden oder entschieden haben als für die Videos. Das liegt daran, dass bei den Bildern, man erkennt einfach viel schneller, was man machen soll. Wogegen beim Video muss man sich natürlich das ganze Video angucken. Und es ist bei der HoloLens noch so, oder bei Microsoft Guides, dass man zwar das Video stoppen kann, aber man kann nicht zurückspulen auf eine bestimmte Stelle. Das heißt, man muss das ganze Video nochmal von vorne angucken, nur um diese eine Stelle nochmal anschauen zu können. Und das ist natürlich auch ja, sehr zeitintensiv, weswegen sich die Probanden dann oft auch für die Symbolbilder entschieden haben. Das war's von uns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.